Jetzt habe ich den Raab erwähnt, da sind direkt Leute abgesprungen bei Hitbox. Übrigens, seid nicht schüchtern, registriert euch ruhig auf Hitbox. Und knallt euch in meine Followerliste, um informiert zu werden, wenn ich streame. So, jetzt haben wir selbe Problem in Engern. Zu euren Diensten. Ja, ich war jetzt einfach bei euch im Gebiet drin. Ich bin ein ganz böser Mensch. Ich kann aber auch nichts dafür, dass einfach schreckliche Heiden sind hier. Ich habe ein schreckliches religiöses Problem. Und kein Geld für Einheiten. Upsala. Muss mal im Fenster zumachen, weil draußen war sie am rum kichern. Ich habe auch Eier. Ach, mein Bruder geht nach England rüber. Und ich habe eine Tochter bekommen. Irgendwas Schäbiges zum späteren Verheiraten. So, und die Engern, die bauen hier schon auf. Genau, zieht mal direkt die Kirche hoch. Wir haben gleich auch die schrecklichen Sinnbilder der Heiden zerstört. Warum ist der denn so angepisst wegen der Fraktion? Wer bist du? Remigius. Habe ich mit dir irgendein Problem aktuell? Ne, du bist absolut loyal. Alle sind absolut loyal im Moment. Ich habe vorhin noch überlegt, welche zu adoptieren. Aber sieht doch alles super aus. Ich bin halt nur ein bisschen arm. Zu euren Diensten. Plus 8 durch die Militärpräsenz. Obwohl, die sind auch so günstig, die Truppen. Kann ich mit den 1900 noch irgendwas hochziehen? Ja, hier kann ich das Wachstum nochmal beschleunigen. Du hast ein Upgrade. Untergang prophezeien. Das hört sich doch nett an. Obwohl, hier macht der Charakter plus 6. Ich würde ihn erstmal rüberziehen. Der soll lieber hier das Christentum verbreiten. Anstatt da unten. Wir haben hier eh 90% Christentum. Und schön, die Provinz ist
am Wachsen und das wurde mir nicht gesagt. Ach. Wahrscheinlich wird das jetzt nur aufgelöst, weil die am Sterben sind. Yandai fragt, ob ich schon im Star Wars Film war und ich kann sagen, ja. Deshalb kann mich keiner spoilern. Und bitte spoilert auch andere nicht. Graf der Dritte fragt, warum ich meinen Ingame-Bruder am Leben lasse. Ich lasse ihn am Leben, weil er einfach zu mächtig wäre aktuell. Oh, Kontrolle verloren. So, kein Schmied, aber... Tagebau wäre jetzt Verarmung, da habe ich keine Lust drauf. Die Wachstube auch nicht. Die Wassermühle macht, glaube ich, reinen Wohlstand. Ich mach den Handelsposten. Naja, aktuell will ich nur ausbauen. Ich erwarte eure Befehle. Und den muss ich leider gerade immer wieder dezimieren. Mit seiner Armee, weil die Integrität halt scheiße ist. So, jetzt wollen die Heiden rebellieren. Leisen Schrittes. Ich bringe Chaos und Zerstörung. So, gescheit aber endlich mal ein Upgrade. Gebäudesabotage, was haben wir hier? Autorität, Informationen sammeln. Wohlstand minus 10% bei allen Gebäuden. Spionagenetzwerk, eigene Provinz. Ach so, Entdecken von Feinden. Feindlichen Spionen. Wie kann ich euch dienen? Indem du auch besser wirst in Religion verbreiten. Ich kann mir noch gar keine Gedanken machen. Angry Genpa. Ich glaube, Grandpa war wahrscheinlich dann vergeben. Wir wollen euch zum Freund haben. Nehmt ihr das Freundschaftsangebot an? Der sagte mich gerade, ich sollte die Muslime in Spanien besiegen, aber da kann ich noch gar nicht dran denken. An sowas. Der Tag grüßt euch. So, handelt bitte mit mir. Ich weiß, hätte ich auch ein paar Euro rausschlagen können, beziehungsweise Zisternen oder was auch immer. Seid willkommen, werter Gast. Ich bin Sie. Gebe Gott euch Weisheit, damit ihr mich mit. Willkommen! Sprech! Mach schon! Vergeudet keine Zeit, die besser mit Jagen verbracht wäre! Naja, ist okay. Ihr seid angepisst auf mich. Ist aber auch verständlich. So, was sagt mein Bruder? Mein Bruder sagt, Kacke, ich mag dich weniger. Ich warte mit Spannung auf eure Botschaft, die zweifellos von der Weisheit Gottes inspiriert ist. I hate you. So, verbreite hier mal Religion und halt mal ein bisschen die Stabilität.
Obwohl die Militärpräsidentin bringt 22 aktuell. Aber Kirchen sind das Einzige, was ich bauen kann, wirklich, was die Ordnung vernünftig hochtreibt. Der Hunger nach einer Schlacht. Beeilt euch, Männer! Ich erwarte eure Befehle. Der Hunger nach einer Schlacht. Doofe Rebellen. Schneller im Gefecht sein. Wie kann ich euch dienen? Da ist alles okay. Ja, können wir die bessere Kaserne stellen? Oder, Moment, wir können in Burgess mal den Aufbau machen, dann bauen wir hier auch noch eine Kirche. Der Papst kann doch nur glücklich mit mir sein. Vor allem, in 30 Runden sollte ich meinen Bruder vernichten. Der hatte einfach nur 3 Full-Stack-Armeen da stehen und der hatte, glaube ich, hier noch 2 weitere irgendwo auf hoher See. Fuck off, sag ich dazu. Kommandant? Okay, mache ich Angry Grandpa. Ich soll ihn einfach Angry Grandpa nennen, anstatt Angry Genpa. So, Errungenschaften sind groß. Wir können mehr Armeen haben. Wir können immer noch nur 2 Priester haben. Aber wenigstens einen Statthalter mehr. Generäle eurer Fraktion können Ämter und Kommissionen erhalten, wenn sie ein bestimmtes Alter oder einen bestimmten Rang erreichen. Sowohl Loyalität als auch Einfluss werden hierdurch erhöht, wodurch sich nützliche, aber potenziell gefährliche Individuen beruhigen lassen. Geh weg. So, dann setze ich mal in Friesland ein. Dann kommen wir nämlich da auf +2. Hier oben stabilisiert sich das langsam. Finanziell wird es sich gerade nicht besser, aber ist schon okay. So, da hatten wir die Kirche fertig. Nahrung brauchen wir gerade nicht. Die Kirche wird noch gebaut. Hier unten bleibt es erstmal so bestehen. Ich überlege auch die ganze Zeit eigentlich, ob ich England einnehmen sollte, aber es wäre in die falsche Richtung. Hihi. 10, wenn ich billige Truppen aushebe. 50 pro Truppe Unterhalt.
100. Ich könnte eine echt günstige Truppe für knapp 1500 Unterhalt produzieren. Ich brauche die auch. Ah, jetzt sag nicht, kann die nicht umändern. Ah, ist doch egal. Wir bauen erst die billigen Sachen. Du bitte da auch wieder einen Handelsposten bauen. Die da unten bleiben stehen. Ich glaube, ich kriege einen Herzinfarkt. So wird mein Tod mal sein. In 10 Jahren hier. Ein neuer Untertan wurde jüngst betört und wünscht, seine Auserkorene zu heiraten. Sollt ihr den Bund zulassen? Ich habe diesem Bund nicht zugestimmt. Ich werde auch ganz viel Loyalität gerade verlieren. Aus anderen Gründen auch, weil ich einfach nicht mehr so viel Einfluss habe wie am Anfang. Wir hungern nach einer Schlacht. Bereit zum Kampf. Sorgt für Verteidigungsanlagen. Düpp, nächste Kirche. Sehr schön, die Heiden ziehen ab. 4,2% Wechsel zu Christentum. Soweit sind wir in Paderborn noch nicht, aber nach und nach. Provinzaufbaufolgen muss es halt leider auch geben. Draußen kommen komische Geräusche. 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 Wir kommen auf eine vernünftige Höhe mit der Kontrolle. Wenn ich hier unten die beiden Städte weiter ausbauen würde, dann könnten die sich selbst vernünftig verteidigen, aber das kostet so viel Geld. Und der hat nochmal so viel in der Stadt stehen.
Wie kann ich euch dienlich sein? Das ist ja echt einfach nur beschissen. Das soll übrigens nochmal einen Marktplatz weiter ausbauen, um den Wachstum voranzubringen meiner Regionen. Ich grüße dich, Selenkio, im Chat. Weil gerade komme ich nicht... Ich komme nicht raus, weil einfach diese dämlichen Heiden, wo mal die Westfalen waren, wollen ja meine Religion nicht annehmen. Das dauert seine Zeit und so lange ist es halt einfach nicht stabil, deine Ecke. Oh, noch eine Tochter. So, jetzt müssen wir aber erstmal aufhören damit. Damit ich noch ein bisschen Einfluss habe. Da gerade nicht. So, euch geht's doch auch super. Und sind wir auch noch plus 8. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Können wir in Aachen? In Aachen haben wir auch schon eine Kirche stehen. Die warten eigentlich gerade auch nur noch auf den Wachstum. Da holen wir unsere Spione her. Dann werden wir hier den Markt noch ausbauen. An Paris werde ich ja gerade eh nicht rankommen. Schmiede fehlt mir auch noch, um eine Esse zu bekommen. Ach, Forschung, 8000. Bereit zum Kampf. Meilen entfernt. Ja. Jorde, aktuell bekomme ich echt viele Kinder. Kommentar von ihm. Vor allem jetzt kriegt er den Upgrade noch, sein Upgrade dann noch. Handelsabkommen aufgelöst, wahrscheinlich weil wir da nicht mehr durchliefern können. Oh mein Gott! Ah ne, Venedig lässt mich ja so durch. Wir hungern nach einer Schlacht. So. 13 von 20. Ja, sobald der Winter rum ist, werden wir uns auf den Weg machen. Ich denke mal, ich werde sie doch noch erledigen. Was ist das denn? Bürgerburg, Erfurt, Würzburg und Frankfurt. Und in Hallestadt sitzen die Franken. Ne, die Böhmen. Die haben aber keine Verbündeten. Die sind überhaupt hier im Osten ziemlich schlecht verbündet. Keiner mag mich, außer die Bayern. Aber die haben ja eh immer einen komischen Geschmack. Seid willkommen.
Möge der Segen des Herrn mit euch sein. Was ist es, das euer nobles Volk von uns wünscht? So, ihr wollt ja nicht, ist ja auch okay. Ich warte mit Spannung auf eure Botschaft, die zweifellos von der Weisheit Gottes inspiriert ist. Ah, oh, er lässt mich durch! Du verdammtes Arschloch! Lässt sich dafür aber gut bezahlen von mir. So, ich glaube, von den Herrschaften unten. Wir können dann bei Lyon, Grenoble durch und Pavia ist die Hauptstadt von den Langobarden. Gut. Dann wollen wir mal losziehen, oder? Jedenfalls schon mal ein bisschen. Das Leben eines Soldaten. Es ist ein gutes Leben. Nehmen auch drei gepanzerte Schwertkämpfer. Und ihn schicken wir auch einfach los. Ich weiß, wir sind jetzt hier im Minus. Weshalb eigentlich? Wahrscheinlich, weil wir hier nicht nochmal eine Kirche gebaut haben. Na, eine weitere Kirche könnte... Kirche. Weitere Kirche könnte helfen. Ach komm, dann werdet ihr hier auf... wer braucht schon Nahrung, wenn man zu Gott beten kann? So, der König kann auch mal nach Süden. Bis wir bei den Langobarden sind, vergeht auch ein bisschen Zeit. Aber so drei Armeen Fullstack werde ich wohl brauchen, um die zu erledigen. Zu euren Diensten. So, du geh mal bitte in deine eigene Provinz zurück. Da kannst du mich dann lieber versuchen, Spionagenetzwerk aufzubauen, um ein bisschen zu leveln. Ihr steht eigentlich noch ganz gut. Bereit, willig und fertig. Plus 6, der wäre auf minus 4. Weil ich glaube, ich ziehe nach Aachen rein, oder? Ah ne, komm. Christentum haben wir auch jetzt übrigens da oben geschafft, dass es die stärkere Religion ist. Thank you.